Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar das erste Mal mit Regen. Ich möchte jetzt schnell noch diesen Krog hier holen. Und da noch den da. Und den hier. Mit dir. Jetzt habe ich Stück auf, das ist super. Die drei hier erledigt sind. Und dann müsste ich dorthin. Ich hoffe, mit der Ausdauer passt. Jo. Wir lassen mal die Ausdauer aufladen, da kann man nämlich gleich mal hochspringen hier. So. Und ich bin entweder auf dem falschen Fels oder ist der Krog vielleicht in. Konnte daran irgendein dieser Felsen rein. Die Krokhalle, die ich verwende, die ist nicht so perfekt. Also sie ist leider nicht so hochauflösend, weil man alles erkennt. Die ist nur in 360p oder 480p circa aufgelöst. Okay, du bist es ja in den Felsen. Jo, hier drinne. Das ist ein ganz lustiger Krog. Du musst einfach die ganzen Krogblumen in der richtigen Reihenfolge machen. Da hinten ist die 4. Und da ist die 5. Wenn du was falsch hast, ist es halt eben so, dass du ja von vorne anfängst. Jetzt können wir wieder auf diesen anderen Berg hochkraxeln da. Auf diesen Panora-Berg und dann hier hinzukommen. Der Ort wird später nochmal wichtig. Ja, aber da ist er mehr, wenn es soweit ist. Ich möchte heute auf jeden Fall erstmal den ersten Stall erreichen. Und ich muss nochmal hier hin, die Richtung, weil hier ist noch ein Krog, den ich unbedingt holen möchte. Da sind ja sogar zwei, ja, aber ein Bogenschießkrog und ein, ja, Porsche-Krog, wie ich es nenne. Oder Lambo-Krog. Ich mag Porsche nicht so. Ich finde die einfach hässlich von der Design her und von der Motorisierung. Dann doch, dann eben lieber Mercedes. Einen schönen CLS-63. Beste. Oder ein GTR oder ein C63 S-AMG. Und eine G-Klasse auch geil. Momentan noch ein unerreichbarer Traum. Aber Träume sind da, um erfüllt zu werden. Hier war doch ein Krog, oder? Jo. Das ist dumm. Also, das muss ich immer sagen, Nintendo. Von außen siehst du ihn nicht. Nur wenn du reingehst. Das finde ich ein bisschen scheiße. Kollege Schnürschuh rennt hier vorbei und dann checkt er nicht, dass er ein Krog ist. Weil er es eben nicht sieht. Ja gut, vielleicht haben sie es so gemacht. Kann natürlich sein. Und ich brauche dringendstens mal wieder Holzpfeiler. Die kriege ich dann in den Dorf, wo wir dann hingehen. Kakariko. Ist ja schon gespoilert, wie der Dorf nochmal heißt. Ich glaube, jeder von euch kennt mittlerweile das Spiel gut genug, um eben die Namen zu wissen. Dieses Spiel ist so geil. Vor allen Dingen in 4K oder Vigo HD mit Raytracing. Da kann ich euch mal einen Link reinpacken, was das Spiel so drauf hat, wenn du halt eine richtige entsprechende Grafikkarte hast. Du kennst das, jeden Stein, der auf dem Boden liegt, mit 4K. Schon 41 Krogs. Lösche ich den, denn der ist falsch gesetzt. Den kann ich noch gar nicht holen, denn ich habe keinen Ausdauertrank.
Oder? Nein, habe ich nicht. Den muss ich dann erstmal kochen. Dann mache ich einen Kakariko. Und dann kann ich theoretisch auch diese Fahnenstange hier erreichen. Da ist auch ein Krog. Hier ist noch ein Krog. Da ist ein Krog. Und hier. Die holen wir dann aber später nach. Wir können ja nochmal später nochmal hier hingehen. Die Krogs holen. Da brauche ich aber erstmal Pfeile. Da das meine Pfeile definitiv minimieren wird. Und dann ist der weitere Punkt, erstmal Kariko zu erreichen, dann später mal, also die nächste Zeit mal. Und dann eben in der Story weiter voranzukommen. Und ja. Es gibt ja auch eine Art Legende, dass dass die Zwillingsberge von einem Drachen oder von irgendeiner Göttin gespalten wurden. Ich glaube, es war Eldra, soll ihn gespalten haben. Ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Schon lange her, wo ich das gehört habe. Und ja. Wir haben immer noch keinen Fährer. Das ist ein bisschen belastend. Gut, auf der Fahnenstange oben ist ein Krog. Wie gesagt, da brauche ich gutes Wetter und ich brauche dafür Ausdauermedizin. Oder Ausdauergericht, je nachdem, was halt eben Ausdauer fördert. Ich glaube, ich gehe mal bei Händler vorbei und dann verkaufe ich noch ein paar Bernsteine und so ein Zeug. Ich dachte damals echt, dass es unterschiedliche Preise gibt pro Händler, aber das ist an Tatsache nicht so. Jeder Händler bietet den gleichen Preis. Opal 60. Ein Topaz sollte 180 sein. Das können wir dann machen. Steinsalz, Rubine ist total wertlos. Leuchtsteine sollten wir uns aufsparen, Tatsache. Die werden dann später nochmal wichtig. Wie viel kann man das Fleisch verkaufen? Mickrig. Okay. Hast du Pfeile? Jo. Und Ausdauer, den glaube ich dir auch nochmal ab. 60 Rubine geschenkt. Für drei Pilze eigentlich. Ja, nee. Eigentlich nicht, aber egal. Nein, ich würde aufhören. Jetzt trotzdem zu wenig, das schaffe ich den Krog, obwohl. Ach, Coin macht einen Krog jetzt noch. Wow, hier tut es wieder regnen. Und ich habe gerade in der Lightscreen gelesen, das, was ich euch schon gezeigt habe, beziehungsweise gesagt habe, dass man mit äußerst nahrhaftes Kraut, das überall auf Hyrule's Ebene wächst, als Kraut hat, füllt es noch mehr Herzen auf. Hyrule-Gras. Und ja. Die Ayana rauchen das Gras. Es ist kein Scheiß. Es ist wirklich bestätigt seit dem neuen Hyrorias. Da stand es auch in der Beschreibung, dass das eben zum Entspannen genutzt wurde, wenn man es raucht. Wow. Hä, hey, wieso lösen die Pfeile alleine aus, hä? Oh. Meine Fresse, ich hasse diese dummen Krogs. Oh, ist aufgehört zu regnen. Perfekt, schön, schön. Gefällt mir. Und hier unten war noch irgendwo ein Porsche-Krog oder Lambo-Krog. Der war drüben in diese Richtung. Ne, es ist eher ein Opel Kadett Opa Krog. So, das war es auch schon hier. Ich überlege echt, ob ich den Ivarok oder gegen den Ivarok kämpfe. Aber ich traue mich das zum momentanen Zeitpunkt noch gar nicht richtig.
Gut, dann werde ich jetzt mal mich hier hochporten. Bis gleich. So. Im Takt. Achso, oh, logischerweise, ne? Und jetzt kommt diese Plattform da zu uns. Wie so eine waghalsige Konstruktion, die an der Wand befestigt ist. Die ist ja teilweise. Oh, da habe ich immer Angst bei sowas. Auch wenn es ein Spiel ist. Na egal. War knapp, das war echt knapp. Eine Fresse. Aber es hat wenigstens hier geklappt. Oh nein. Komme ich wieder hier? Perfekt, so wollte ich das genau haben. Um an die Truhe reinzukommen. Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeit beim Klettern. Das Klettertempo wird erhöht. Really? Was war das denn, Ding? Aber sehr, dass ich da runterfalle. Und ausgerechnet, wenn die Cam an ist, beziehungsweise ich aufnehme. Ja, moin. Läuft. Wie immer, der Text der gleiche, deswegen skippe ich den. Oh, das sind Exhalfosse. Da sollte man sich etwas nach Acht nehmen. Wobei die im neuen Modus gar nicht so schlau sind. Reisebogen können wir mitnehmen. Erledigt. Weil brauche ich Ultrox-Sachen? Nee, brauche ich nicht. Was? Schon wieder drin in der Nähe. Macht echt Spaß, wenn die ganz normalen Bauplätze wieder da sind. Anstatt diese, ja, blauen bloß. Die sind Tatsache. Es wird auf zu regnen, ne? Ich muss die Bombenfeier erledigen aus dem Grund. Sonst würden die normal das alles auf mich werfen. So, Soldatenschild ist erledigt. Ich verkriege gleich ein neues hier. Der hätte mich gewonnen hättet. Denke ich mal. So. Was gibt's hier drinnen? Boomerang. Brauche ich den? Ich weiß nicht. Steiger 8 hat er halt, ne? Das Fallschirm der Krog soll diesen eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück.
Überlegt, soll ich das nehmen? Nein, der ist. Ups, der ist schwächer. Deswegen werfe ich den weg. Da haben wir ihn dann gesehen und gelesen, aber ich brauche den nicht, weil der halt so schwach ist. Oh, ein Regenbogen. Schön. Und hier irgendwo sind Schreien. Oh ja, genau, der ist ja gleich hier nebenan. Und. Ah, genau, ja. Der Gute. Ist hier ein bisschen umzingelt, aber das ist gar kein Problem. Wir machen einfach diesen hier. Und rein geht es. Jo. Erledigt. Wegweisendes Wasser. Okay. Hier ist das Wasser wegweisend. Das war jetzt eigentlich keine gute Idee. Also ich bin froh, dass ich mein Fahrradsegler hatte, sonst wäre ich da wieder lächerlich runtergefallen. Ein violetter Rubin. Das war allerdings alles. Ah nein, man muss das Rätsel noch lösen. Ja, wenn man das Rätsel überhaupt nennen kann. Das habe ich nun so oft schon durchgemacht, das Rätsel. In Anführungsstrichen. Einfach. Ah ne, weil wir sind zu weit. So. Jetzt muss ich überlegen. Wir haben alle Drohnen also. Okay. Das war nicht mein Ziel. Boah, ich muss mir ein paar Sekunden noch umgehen können. Aus irgendeinem Grund kann ich das nicht mehr richtig. So, das ist eine Bewährung. Ich habe mein Leben hier fast aufs Spiel gesetzt. Es gibt einen richtig asozialen Schrein. Ich weiß nicht, ob ich den jemals schaffen werde. Ich habe ihn bis jetzt nicht geschafft. Unsere momentane Bilanz sind 9 Schreine, 45, 44 Crocs und 5 Zeichen der Bewährung. Terry! Oh, da bist du ein Händler. Stall der Zwillingsberge. Ich bin Terry. Mit dem Käferrucksack. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung zum Reisenden, für Reisende an zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Ich möchte kaufen. Pfeile, Gott sei Dank Pfeile. Viele, viele Pfeile. Jo, hier, bitteschön, nimm. Nimm. 43 Holzpfeile. Jo, wir sehen uns bald mal wieder. Ich habe einfach diesen Apfel. Lost. Ich habe einfach diesen Äpfeln gegessen. Die sind perfekt gereift. Schön, danke für die Info. Und ich höre ein Krokrad momentan gerade eben. Oh, geil. Eine Heugabel. Ach, du bist eh tot. Why not? Diesen Hunden kann man immer Essen geben. Es ist eigentlich egal, was ihr machen möchtet. Könnt auch einfach mal 5 Äpfeln geben. Sollte man, glaube ich, nicht seinen richtigen Hund geben. Ich habe keine Ahnung mit Hunden. Ich besitze keinen. Besitze nur Katzen.
Ja, los, nimm die Äpfel. Ach komm, jetzt einfach alle. Ziegenböcke, wo einer der abhaut gerade. Los, die Truhe, die er findet, taucht auch bloß auf, wenn man den Hund füttert. Ich sehe es schon. Silberne Rubin. Oha, danke. Hau bitte ab von mir. Das ist gar kein Problem. Ich meine, ich habe. Und da oben ist ein Krog. Ob ich da jetzt momentan Zeitpunkt noch hoch oder schon hoch kann, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich hätte vielleicht nicht so viel Ausdauer verschwenden sollen. Aber es passt. Und ich verstehe nicht, wieso ein Krograd da ist, obwohl da schon Feenstaub ist oder Krogstaub oder wie auch immer. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Das ist was ich überhaupt nicht verstehe. Und der Kollege sah euch die Mondphasen an. Oh, Verzeihung. Ich war gerade in Gedanken und habe gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nachts, um dem Phänomen des Blutmondes auf die Spur zu kommen. Blut was? Wie? Du kennst es nicht? Ich gern nicht, das geht ja nicht an. Hör mir mal zu. Es begegne an Tagen der Verheerung. Seitdem zeigt sich gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das Ganze unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, um wieder neu beseelt zu werden. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht dieser Mond nichts? Wie aus dem Nichts auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Frage. Es ist ein Rätsel, das ein Wählen. Wenn du mehr etwas über den Blutmond herausfinden möchtest, lass mich bitte wissen. Jo, der Dude zeigt euch die Mondphase, bzw. sagt sie euch. Ist ganz praktisch. Also, es geht um Ramadan, Schatz. Warte mal. Was hast denn du für ein Problem? Hast du das belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramadan gehört uns alleine. Priesen und du quasselst zu viel. Tut mir leid. War keine Absicht. Wir haben ja auf jeden Fall wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe. Wenn ihr meint. Ja. Entschuldigung, mein Bruder redet manchmal ein Blödsinn zusammen. Weg ist aber jetzt einfach Ramada, Schatz. Er hat's nicht vergessen. Wäre ja auch so schön gewesen. Warum sagen wir nicht einfach alles? Wir haben das Rätsel nicht gelöst, da wird es wohl kaum einer schaffen. Da hast du auch wieder recht. Der Herzrüberkönig Ramadan, wer ihn findet, wird stinkreich. Logisch, dass wir alle Infos nicht umsonst geben können. Du hast dann wohl nicht verraten, oder? Mein Bruder ist der beste Herzrüber überhaupt. Der weiß immer, wo es Assolen gibt. Hör mal, Rubine. Ich meine, diese heiße Invasion ist locker mehr als 1000 Rubine wert. Was sagst du? Bruder, das ist einfach viel selbst. Blablabla. An Quelle des Flusses. Den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrachen in die schwarze Nacht. Ramada hat das Lagerwerkzeug in diesem Rätsel verschlüsselt. Das hat mir der Cousin eines Nachbarn von aus Ramadas Bande erzählt, als eine astrale Quelle. Aber hallo, was du für Leute kennst, das ist halt eben mein Bruder. Jo, Ramada, der große Räuberkönig. Der Schatz soll sich
hier hinten irgendwo befinden, in diese Quelle, denn das ist die große Bruderbrücke und das ist die kleine Bruderbrücke oder sowas. In der Art. Irgendwie so. Aber ich würde eh vorschlagen, dass wir uns einmal in Richtung Hickory-Wälder machen. Hickory ist übrigens eine Baumwald, Baumart, so rum. Das sind besonders biegsame Bäume. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube. Ah ja, genau. Das kann ich wegmachen hier, das Ding. Der Stempel kann gelöscht werden, wie gesagt. Und dann machen wir uns erstmal auf den Weg. Ja, die große Bruderbrücke. Und ich weiß nicht, was hier drunter ist. Ich bilde mir ein. Eine Truhe, oder? Jo, bloß eine Truhe. Was ja irgendwas Sinnvolles drin ist. Ich probiere es einfach mal aus. Und ja, kann man bei Terry oder so verticken. Wow. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in der Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. Auch ich nicht. Stärke 6, brauche ich gar kein Mensch. So. Bockblindknochen. Ja, der Kollege bewegt sich auch munter weiter, auch wenn er abgetrennt ist. An der Bruderbrücke. Oh, Schleichstecken. Schleichschnecke. Süßwasserschnecke mit großen Spiralgehäuse. Die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet als Kochzeit, schärft sie die Sinne, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Jo, das Schleichen braucht man ziemlich selten eigentlich. Das, ist eigentlich fast nutzlos. Man braucht eher Sportmedizin oder sowas. Da drüben sind Pferde. Die Folge endet aber eh gleich. Deswegen können wir auch. Zeit lassen wir erreichen, den Schrein und alles. Eh nicht heute mehr. Gerade wird ja angezeigt. Da bin ich immer so am Überlegen. Muss jedes Mal, wenn ich das Spiel neu spiele, überlegen, wo der Schrein ist. Ich merke mir das so selten. Oh, da ist eine Sternschnuppe. Aber die erreichen wir nicht mehr. Ich bilde mir in dieser Felswand hier von irgendwie. Oh ja, Monsterlager. Gut. Das Monsterlager befahren wir in den Anfang der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.